es denn für Sie, für Ihren Ablauf, für Ihre Mannschaft? Ja, das geht, glaube ich, uns draußen und den Spielern nicht zuletzt auf dem Platz, so wie den Fans auch. Also ein bisschen mehr Spielfluss wäre schön. Und nun weiß ich gar nicht, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich habe jetzt aus dem Gefühl heraus, wurde nicht so richtig viel revidiert. Weiß ich gar nicht. Also ich sage halt auch, lasst das Ding laufen, vertraut auf die Schiedsrichter, denen ist ja gar kein Vorwurf zu machen, die legen die Regeln am Ende nur aus, haben es nicht erfunden, dass es so läuft, wie es läuft, die kriegen dann die Pfiffe zu hören, aber ich sage auch, mehr Spielfluss und weniger davon. Ja, von meiner Seite gibt es da auch nur das zu sagen, dass wir den Schiedsrichtern mehr Verantwortung auf den Platz geben sollten als in Köln und dann würde sicherlich weniger falsche Entscheidungen getroffen werden, gefühlt. Ja. Oder wenn eine Fehlentscheidung getroffen wird, dann ist es in Ordnung. Ja. Dann kann man das akzeptieren, dann ist es auch menschlich. Aber ich denke, wenn wir darüber reden müssen, dann müssen wir jemand anders hier oben einladen. Wir Trainer haben weder die Regeln erfunden, noch den Videoassistenten. Man kann ihn sicherlich auch positiv anwenden, aber ich glaube, da müssen andere Leute gefragt werden und die müssen sich dann mal dazu äußern, wann ist es Hand. Ich habe es gestern auch gesehen, ich habe das heute noch nicht gesehen. Für mich war gestern kein Handspiel in der einen oder anderen Szene, wo es Elfmeter gab und ich weiß auch nicht, warum man dann darüber kontrolliert. Wer Fußball gespielt hat, wer schon mal gelaufen ist, weiß, dass man die Hände dazu meistens braucht, ja, egal wie man läuft. Und wenn man sie nicht ausstreckt und nicht da versucht, den Ball dementsprechend aktiv zu verhindern, dann ist das halt einfach, ich meine, ja, es ist mühselig, darüber zu reden. Wir haben die letzten Wochen immer wieder so Situationen gehabt. Wir brauchen eine gescheite Regelung. Die Regelung, die gerade da ist, stört mehr als alles andere und zwar nicht nur den Spielfluss, sondern es nervt einfach auch und ich glaube, das Publikum nervt es auch und das sollte man einfach ganz, ganz schnell versuchen, in die richtige Richtung zu lenken, weil so wie es im Moment abläuft, glaube ich, da spreche ich nicht nur für mich als Trainer, sondern für jeden Fußballfan und ich bin auch Fußballfan, ist es nicht tragbar, jedes Mal 5 Minuten zu warten, ob eine Entscheidung dann erfolgt und richtig ist, korrekt ist oder vielleicht nochmal revidiert wird und von daher wünsche ich mir da einfach eine klare Regelung. Haben Sie weitere? Aber beantworten müssen das andere. Haben Sie weitere Fragen?